Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Legend of Zelda The Wind Waker in der HD-Edition. Wir sind hier in der verwunschenen Bastion, wo wir beim letzten Mal sehr erfolgreich ziemlich tief abgestürzt sind. Das ist leider nicht der Scheinwerfer, den wir brauchen. Wir brauchen den oben. Da, wo wir waren. Das war, glaube ich, unser Scheinwerfer. Aber gut, dann kümmern wir uns erstmal um den hier. Und diesmal werde ich nicht einen Absegler nach unten machen. Das ist perfekt. Hua! Du bist ganz schön aggressiv. Nimm das. So, der ist stumm. Mist, das ist eine Eiferwand. Die Tür auf der Seite des Raums. Oder die Leiter vielmehr. Wenn ja, wird das perfekt. Dann können wir nämlich einfach hier lang gehen. Ja, wir brauchen den Ausgang da. Ach nein, wir brauchen den da. Da bei anderen war ja das Verlies. Jetzt hier hinten. Diesmal läuft es besser. Komm her! Mir war so, als könnte man die damit auch treffen. Ach, dann weiß man denn das. So. Aber war so richtig schön in die Fresse gehauen, das Teil. Perfekt. Wir haben unseren Kandidaten. Von hier kann man aber darauf springen. Naja, haben wir uns wenigstens ein bisschen abgekürzt. Aber eine Abkürzung ist es ja nicht. Wir können, glaube ich, da mal komplett im Kreis rumrennen. Es ist eigentlich quasi egal, welche Seite wir gehen. Und hopp. Wir können sogar, glaube ich, rein theoretisch von unten da lang gehen. Aber es ist ein bisschen schwieriger, weil da die ganzen Wachen sind. Hier oben ist es ein bisschen ruhiger. Ach, der ist auf der anderen Seite gut. Dann haben wir hier wenigstens komplett Ruhe. So nah und doch so fern. Hätten wir doch als Kinder nur unsere Fruchtzweige gegessen. Ich bin bewaffnet, kann losgehen. Nimm das. Und das. Steh auf. Nimm den. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt auch das Glück zum Träger dieses Amuletts. Ah ja, wir müssen ja gar nicht mehr das aktivieren. Da hinten läuft einer. Finde ich nicht so geil. Sagen, sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Und
Hopsala. Also ja, wegen der Truhe. Wir kommen hier später nochmal wieder vorbei. Ich schätze, dann kann man die holen. Wir sind hier. Und da ist die Tür. Haha, jetzt habe ich's leer. Rauf auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten. Rauf auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten, kommst du nur, wenn du zu dem Raum direkt unterhalb des Turms gelangst. Von dort musst du einen Ausgang ins Freie finden. Von außen kannst du den Turm dann besteigen. Alles klar? Erstmal diese Kiste hier runter machen. Kommen wir nämlich wieder. Kommen wir von da nämlich rauf. Macht die ganze Sache wesentlich angenehmer. Mein Fass. Wir bleiben noch am Fass, die können da. Ist das eine Kung-Fu-Ratte? Wollte mich da gerade so eine Kung-Fu-Ratte angreifen? Wir warten, bis er uns nicht sehen kann. Von hier kann er uns nämlich sehen. Ist mir schon mal passiert, da bin ich hier aus dem Fass rausgekommen, wollte die Tür aufmachen und naja. Da hat er mich dann leider gesehen. Böse Ratte! Böse Ratte! So eine böse Ratte war das. Und ein weiteres Fass. Diese Schiffe hat aber auch schon mal bessere Tage gesehen. Bin hier nicht. Hier ist niemand. Nur ein Fass. Keiner da. Der muss jetzt natürlich auch genau jetzt hier lang gehen, ne? Diese Kamera, ne? Dass wir nicht durch dieses Fenster da reinkriegen können, wundert mich eigentlich schon. Gut, der sollte uns nicht mehr sehen können. Ich behalte das fast trotzdem noch mal eine Weile. Ich bin hier schon an den unmöglichsten Stellen gefangen worden. So, jetzt ist gut. Ja, du solltest auch lang gehen. Da sind die Möwen. Ich mag es, dass der Anfang so waffenlos ist. Weil du so erstmal die ganzen anderen Spielelemente lernst. Wie zum Beispiel jetzt hier das an der Wand ranpressen und so. Die ja für Zelda neue Elemente sind. Außerdem gibt es, glaube ich, kein anderes Zelda, wo das so cool aussieht. Ich mag die Mimiken von Link in dem Teil. Okay, Schwert nehmen, ihn platt machen.
Meins. Du hast das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Sei ein Zug vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Na komm, steh auf. Easy. Und da hebt sie von Zauberhand der Regel. Oh, noch ein Glücksamulett. Naja, da wo er jetzt ist, braucht er das Teil nicht mehr. Ich kann das nicht mal rüberwerfen. Mist. Das prallt er leider ab, sonst hätte ich es jetzt runtergeschmissen. Nicht fressen, nicht fressen. Ich bin kein Würmchen. Lia! Lia! Wach auf, Lia! Komm zu dir, Lia! Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Dieses Boot spricht. Hab ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde sich da also nicht erschrecken? Ich bin der Rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Definiere meine Seite. Lia. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut, aber das war zu unüberlegt. Du hast sie doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende. Es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch die dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Lir, hast du immer noch ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Aha. Und du würdest tatsächlich jegliches Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Aha. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kräfte eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir.
Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Aha. Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und das große, weite Meer hinausfahren. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir leider sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Seefahrt sicherlich auch, mein Junge. Diese Stadt, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Aha. Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man sicher viele interessante Informationen aufschnappen. Vielleicht auch Dinge, die später noch einmal sehr wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Alles Klärchenbärchen. Hand vorm Mund beim Gehen, ja? Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Portemonnaie. Ich liebe diesen Namen. Was ist? Warum siehst du uns mit so neugierigen großen Augen an? Gib's zu, du hältst uns wegen unserer Schönheit der Quasse strippen, stimmt's? Was willst du? Wir sind gerade beschäftigt. Nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gleich von jedem angesprochen werden wollen? Ich flehe dich an. Bitte, junger Mann, bitte. Du musst meine Bitte anhören. Wo drückt denn der Schuh? Meine über alles geliebte einzige Tochter Dolores wurde von diesem Ungeheuer der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was sie sich dabei denken. So, die streifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Verhext doch mal. Was wollen sie mit meiner Tochter? Geld ist bei mir wirklich keines zu holen. Ich flehe dich an. Bitte rette meine Tochter. Ich flehe dich an. Zeige sie diesen verdammten Halunken von der verwunschenen Bastion bitte so richtig. Sagen wir so, ist so gerade so ein bisschen Work in Progress. Hi, guter Mann, du siehst aus, als hättest du immer gute Laune. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Bist du vielleicht ein Tourist? Und ja, warum begleitest du mich nicht auf meinen kleinen Spaziergang? Portemonnaie mag sich besonders groß sein. Wo posiert wirklich das Leben? Schließlich kommen hier Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Glaub mir, einfach nur einen Spaziergang machen und sich umsehen, bringt schon reichlich viel Freude. Hahaha. Uiuiui, ein grünes Gewand wie meins und dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Hui! Du bist bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung geeilt, oder? 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 Du brauchst nichts zu sagen. Tingle weiß auch so Bescheid. Tingle weiß Bescheid. Mein Name ist Tingle. Mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden. Und ich war auch die ganze Zeit über auf der Suche nach euch. Aber irgendwelchen Leuten habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. In so eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und dich zu deinem Volk bringen. Ey, lass mich raten, dieser Schalter macht's möglich. Hier, dieses weiche Licht mag ich hier halt überhaupt nicht. Das sieht irgendwie so billig aus. Ich hätte härtere Schatten besser gefunden, glaube ich. So wie Tingle die jetzt gerade hat. Ui, 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 ui. Ich danke dir, ich danke dich, danke dir. Hier, das ist für dich. Mein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Tingle. Mehr und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast die Tingle-Flasche bekommen. Schreibe Mewers Nachrichten und stecke sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst.
Wende sie, indem du sie auf XYR drückst. Aber vergiss nicht, dass du mit deinem Miiverse verbunden sein musst, um Nachrichten zu senden. Ja, leider gibt's das Miiverse nicht mehr. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen und eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicherlich sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingle mich erstmal auf mein wundervolles kleines Island. Du weißt ja, wo du dich findest. Kulu Kulu Limpa? Ups, habe ich doch gerade noch was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? 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 Du hast Tingles Karte halten. Was das für eine Karte ist? Ruf den Kartenbildschirm auf, sobald du auf dem Meer bist, und sieh sie dir an. Wirf doch mal auf dem Kartenbildschirm einen Blick darauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Aber wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingle-Flasche haben möchtest, dann nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Du kannst jetzt über das Miiverse Flaschenpost verschicken. Lege die Tingle-Flasche auf XZR, um eine Nachricht zu schreiben. Die Flaschenpost anderer Spieler wird am Strand angespült oder schwimmt im Meer. Sammle sie auf, um sie zu lesen. Den Anfang von Nachrichten kannst du in den Einstellungen jederzeit ändern. Ich möchte von niemandem Post kriegen. Das haben sie geändert. Da gab es früher einen Tingle Gameboy, den man benutzen konnte, wenn man einen Gameboy Advance hatte, das Zeitalter. Oh, fällt mir ein. So. Und dann konnte man sich so lustige, konnte man seinen Gameboy Advance mit dem Gamecube mit dem Kabel verbinden. Und dann konnte man, naja, sich von Tingle helfen lassen, im Gegensatz zu, wenn man Rubine bezahlt hat. Er konnte halt Bomben legen oder sowas. Okay, links möchte ich nicht lang, da ist eine Maus. Mit einer Falltür, die lässt mich wieder runterfallen. Da bin ich kein Freund von. In der First Person kann man das nämlich sehen. Hier da auch. Deswegen wollte ich nämlich unbedingt First Person Spieler sein, weil, naja, hier sieht man das dann sofort. Ich frage mich, warum hier Schädel sind. Das frage ich mich wirklich. Da ist nicht mehr was drin in diesen Schädeln. Du hast die Fotobox gefunden. Benutze sie, indem du sie auf X, Y oder R legst. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig in ihr aufbewahren. Wechsle mit ZR zu deinem Album, um sie zu betrachten. Du kannst sie auch in einer Flasche stecken und sie darin verschicken. So, nichts hier raus hier. Nehmen wir den kürzesten Weg. Der kürzeste Weg hier raus. Hi! Na, Großer! Wie geht's dir? Hast du das Segel schon gefunden? Sobald wir von dieser Insel aufbrechen, werden wir wohl nicht mehr so schnell wieder zurückkehren. Ja, dazu, dass du dir besorgst, was immer du auf deiner Reise gebrauchen kannst. Keine Sorge. Oh, junger Mann. Der du mir versprochen hast, meine Tochter Dolores zu retten. Mal schnell, bitte mal schnell. Ich bekomme vor lauter Sorge um meine arme Tochter, lass kein Auge mehr zu. Ich bitte dich inständig. Ich setze die allerhöchsten Erwartungen an dich. Tut das nicht jeder? Hallo Briefkasten, gibt's ja Post? Sieht nicht so aus. Hi. Ob du es glaubst oder nicht, ich war früher mal Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Hihi.
Guten Tag und willkommen in meinem kleinen Schleim-Elixierrat. Lass mich dir versichern, dass meine Elixiere alle vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben können, so sehr wirken die. Bitte, Schleim ist dir kein Begriff? Sag mir, weißt du auch nicht, was Schleim-Gelee ist? Überaus zäh und robust, dabei rein natürlich. Das ist Schleim-Gelee. Dank wundersamer Bestandteile auch wundersam wirksam und weltweit in aller Munde. Ja, zumindest lässt sich daraus wunderbares und wirksames Elixier herstellen. Wenn du eine leere Flasche bei dir hast, kann ich dir gleich meine Kostprobe einfüllen, die dich restlos überzeugen und zu meinen Stammkunden macht. Hast du meine leere Flasche dabei? Leider nicht. Den nehme ich. Und den auch. Tschüss, ich gehe da mal. War ich nicht. War der Wind. Hier war gerade so ein kleines Mini-Erdbeben. Ja, daran lag das. Was haben wir hier? Wir wollen uns im Portemonnaie ja schließlich gut umsehen. Wir wollen ja was sehen von der Stadt. Wenn wir schon mal auf Sightseeing-Tour sind. Du! Ich? Das macht dir wohl Spaß, was? Einfach so die kostbaren Vasen anderer Leute Häuser kaputt zu schlagen. Da brichst du noch mehr, bekommst du bist von mir. Kommst du aber nicht so einfach davon. Dann leistest du mir nicht Schaden, sowas. Damit wir uns richtig davon richtig verstehen. Hier ist ein Auktionshaus. Hier können wir nachts herkommen. Ja, hier gibt es auch Tag und Nacht. Sind da jetzt wieder 5 Rubine drin? Nice. Oh, wir haben mit dem Typen gar nicht geredet. Du suchst dein Bootssegel? Und warum fragst du mich dann? Sehe ich einfach aus wie ein Seemann? Ich habe gerade eine depressive Phase. Frag doch den eingemummten Typen da vorne und lass mich in Ruhe. Eingemummten Typen da hinten. Alles klar. Ich komme aus dem fernen und kalten Land, wo ich finde wehen. Mein Weg hat mich bis in das verwunschene Meer bis hier nach Portemonnaie geführt. Unterwegs geriet ich in einen fürchterlichen Sturm, ob mein Boot wurde zerschmettert. Doch bis der Reise blieb es dabei unversehrt. Wie ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Und dann willst du mir doch sicher meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Du willst es! Die Menschen dieser Stadt wagen sich nicht aufs gefährliche Meer hinaus, aber sie haben gewisslich vor, mir es jemals abzukaufen. Ich bitte dich, ich will mich als Händler niederlassen und dazu brauche ich dringend Geld. Wie klingen 80 Rubine für dich? Bezahlbar. Da danke ich dir aber recht herzlich. Ja, 80 Rubine, das ist die Rettung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll dir gehören. Du hast das Segel erhalten. Setze es, wenn du dich an Bord des Bootes befindest. Ahoi! Da hast du aber wirklich einen guten Kauf getätigt. Glaub mir, mein Freund. Immer verdanke ich diesem Bootsegel mein Leben. Es gibt keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so wertvolle Dienste erweisen. Keine Sorge, das wird es. Im Portemonnaie versammeln sich Händler und solche, die es werden wollen. Aus aller Welt. Es ist ein regelrechter Umschlagsplatz für allerlei Waren, vor allem für Geld. Und sicherlich mag Geld sehr wichtig sein, aber ich finde, dass es den Menschen heutzutage, wie ich soll ich sagen, vielleicht zu sehr am Frohsinn fehlt. Das Leben zieht sich lang. Manchmal sind es eher die Kleinigkeiten und Umwege, die meisten Freude bereiten. True. Guten Tag. Hallo. Na, du bist aber mal ein kleiner Gast. Bitte machst du bei uns gemütlich. Keine Sorge, mache ich. Die Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion verschleppen in letzter Zeit lauter junge Mädchen mit langen, spitzen Ohren aus aller Herren Inseln. Doch aus Portemonnaie wurden bereits 2 kleine Mädchen verschleppt, Felicitas und Dolores. Wirklich eine Tragödie. Angesichts dieser Umstände sind sie ihre Väter jetzt nicht zu schade, wirklich jeden um Hilfe anzuflehen. In was für schrecklichen Zeiten wir doch leben. Der reiche Sack, der unsere und Schadensersatz verklagen wollte, ist übrigens der Vater von Felicitas. Hallo, mein Junge. Hast du den Briefkasten am Hafen gesehen?
mal jemanden einen Brief schicken willst, dann leg ihn doch auf XYR und wirf ihn in den Briefkasten ein. Es dauert gar nicht so lange und er wird von einem Postboten des Volks der Orni abgeholt. Die nehmen ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Oh, wir sind hier schon bei 30 Minuten. Dann würde ich sagen, suche ich mir eine schöne Ecke. Guten Tag. Stelle ich mich mal hier hin. So, ja, so geht's. Ja, das ist doch eine wunderschöne Ecke, um die Folge zu beenden. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich natürlich immer mit einem Ciao.